Welcome to you to the London Stadium for our featured game today. Martin Tyler here with Alan Smith. Wolverhampton Wanderers. And your in our game today, West Ham United against Wolverhampton Wanderers. It has been a remarkable season and it's not over yet. But they know what they need to do today, Alan. They certainly do, and I think the fact that Danny Williams and his teammates are still in this contest speaks volumes to the way that they've conducted themselves, given that their club has got a much smaller budget than most of its rivals. Wir haben mit Danny ebenfalls die Aufgabe bekommen, die Premier League zu gewinnen. Wie man gesehen hat, wir sind Dritter, haben aber auch nur 3 Punkte Rückstand. Das heißt, das ist nicht unmöglich. What? Wo war da denn das Foul? Ja. Ich hatte das Spiel von dem einen, wo ich konstant umgeschlagen worden bin, die ganzen Fouls gebuffert und setzt hier jetzt in der nächstbesten Sekunde ein. Okay. Das war eine Aufgabe, den Ball so wegzugeben. Habe ich den Ball angefordert, mit der Hoffnung, dass ich den vielleicht bekommen würde. Aber da wurde dann halt schon auf wen auch immer gespielt. Holy moly! Kam der denn hier? Okay, vielleicht. Nope, so nicht. So niemals. Okay. Looking for a through ball. Williams. And a goal. Sehr schön. They've opened the scoring now. Ich hatte kurzzeitig das Verlangen selber zu schießen, aber der Winkel war so doof und der andere hat sie aber angeboten. Er hat ihn aber wirklich sehr, sehr hoch genommen. Also hätte ihn da wirklich verfehlt, dann hätte ich ihm vermutlich den Kopf abreißen dürfen. Er hätte bestimmt schon so einen Finishing-Move mir die Möglichkeit gegeben, das so abzuschließen. Jack Wilshere. And it's Williams. Ja, nimm mal den. Da habe ich den Ball super, also die Taste super lange gedrückt, damit der Ball auch schön lange zu dem hingeht. Und dann buppt er den an. Was zum Kuckuck. Danny Williams. Williams! Danny Williams! Oh boy! Into the corner by the post. Oh boy. Oh boy. Der eine, der da übers Nichts gesprungen ist. Well, it swerved a bit at the end. It might have been going wide initially, but it's hit the inside of the post. Auch hier war so wieder diese kurze Überlegung, sollte man hier wirklich schießen, aber da war diesmal keiner, der sich besser angeboten hat. Er hat aber auch interessant angenommen. Hat er den einmal durch die Beine durchlaufen lassen? Ich glaube ja. Just widen the margin here to 2-0. Ja, schick. Wir waren an beiden Toren beteiligt. Well, wäre schön gewesen, wenn wir den vielleicht nicht so hätten wegspringen lassen, aber der kam eher überraschend zu uns, der Ball. Aha. Also da muss man nicht mal seinen Spielkollegen kennen, um zu wissen, dass der nicht ankommt. Merkwürdige Entscheidung. Danny Williams. To Bennett. Gian Moutinho. Alright, alright. Und dann das. Super. Da hat man so hart daran gekämpft, den Ball nicht zu verlieren. Und dann äumelt man den, nachdem man den so eigentlich doch halbwegs sicher hatte, dann doch ins Aus. Das ist eine Entscheidung. Jack Wilshere.
Will shit? What? Das ist lustig, die Champions League-Kommentatoren können Namen besser aussprechen, egal ob Englisch oder was auch immer. Und dann hat man hier, oh, Jack Will shit. Mhm. What? Der ist ja wirklich zu keinem der beiden Spieler gegangen. Da wurde wirklich die Mitte anvisiert. Oh, cool. Hätte nicht damit, au, gerechnet, dass ansatzweise das passiert, was da gerade passiert ist. Blocked off the pass there. Oh, oh, schade. Hatten wir den bekommen? Nice. Noble. Lanzini. Mark Noble. That's the referee's decision. Two added minutes. Yeah. Trying to pick out someone in the center. Woof. Okay. Okay. Da hat man überraschenderweise tatsächlich noch was hinbekommen. Dachte nicht mal, dass hier der 20er den überhaupt bekommt. Da stehe ich immer vom Torhüter. Kann ich nichts anfangen. Lanzini's corner. Got up well, Alan. Came close. Yeah, a bit of space in the box and connected with it really well. Er wird mir wirklich vorgeworfen, dass ich mit meinen Passen so ungenau sei. Für Arschkinder. Ben Donker. And the ball knocked away long. Schön, schön. Er hat es wirklich geschafft, an dem Ball vorbeizuspringen. Lanzini guided through. Williams. Das ist nicht auf den gegangen, den ich wollte. Ah, schade. Er hat den Ball angefordert, aber der war nicht in der Position, glaube ich, den Ball so zu spielen. Ja, vor allem auch nicht von dem, von der Drehung her. Da hätte der ja wirklich schon halt ein einzigartiges Meisterwerk hinlegen müssen. Ah, zu wissen, dass er da zu mir spielen könnte, dann aus der Drehung so den Ball spielen. Und dass er dann vor allem auch zu mir kommt. Ja, ich gehe ja gleich schon wieder auf meinen Platz zurück. Also, das ist immer etwas, egal welches Spiel, egal welcher Sport, wenn die Idee dabei ist, dass man in gewissen Positionsbereichen bleiben muss, ist es immer nervig, weil du dich meistens nie ansatzweise flexibel bewegen darfst. Egal wie nachvollziehbar es vielleicht ist. Holy shit. Das wirkte wie durchgeplant. Keiner von denen hatte den Ball ansatzweise, mit Ausnahme vom allerersten logischerweise, für mehr als eine leichte Berührung bei sich behalten. Wurde der abgefälscht? Es sah so aus, als hätte der Ball kurz gestoppt. Und es ist natürlich toll, der Trikot sieht aus wie ein normales Spielertrikot. One team really on their game today. Und zumindest für andere Teams würde man vielleicht sagen. Number 16, Gian Moutinho. Aber das passiert vermutlich, wenn man als normales Trikot Torhüter-Trikots trägt. Oder Farben von Torhütern. Yes. Ah, da hätte ich selber schießen müssen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so lange braucht, um sich dahin zu bewegen, den Ball zu bekommen, zu drehen, etc. Warum wird zu mir zurück? Was war das denn für eine Entscheidung? Ben Donker. Aha. Anatovic. Jack Wilshere. Here's Danny Williams. Yes. No, schade, der war ein Ticken zu weit. Der war wieder mal ein Ticken zu weit. Wo ich mich dann wieder frage, ob man selber da wirklich viel mehr machen kann, wenn der Skillwert nicht zu hoch dafür ist. Oder zu niedrig, muss man sagen. Wenn man halt nur passen auf, sagen wir mal, 30 von 100 hätte, ob man jemals, ich meine, zu einem gewissen Grad vermutlich schon, aber halt, wie genau die Dinger wirklich sein können, selbst wenn man versucht, das mit der richtigen Stärke zu machen oder ähnliches. Schade. Da hatte ich mir erhofft, dass der Ball zu mir zurückgespielt wird auf eine andere Art und Weise. Denn er den Ball weiter zu nach vorne gelegt gehabt. Hätte mir vielleicht so einen Rückpass erhofft. Ne, Torhüter hat da. Das. Ich denke, das Beste wäre logischerweise festhalten, aber. Hat es immerhin geschafft.
Also, es wirkt sehr, sehr merkwürdig. Das Manchester City-Spiel, das Spiel jetzt hier, weil einmal schießt man Tore. Oh, war mir nicht sicher, wie der wirklich reingegangen ist. Klar, irgendwer wurde getroffen. Aber ich wusste nicht, dass der Torhüter selber war. Aber, ich meine, ja, der Torhüter selbst wird sich vermutlich etwas vorwerfen, aber... Ich denke, solange der Ball nicht irgendwie aus der Luft kommt und der Torhüter dann das misskalkuliert und das Ding dann auf den Kopf fällt und reingeht, braucht er sich da nichts vorwerfen. Vor allem, was mir auch auffällt, ich habe bei Weitem mehr Chancen, andere Leute in die richtige Position zu bringen. Denn da sind definitiv jetzt hier ein paar Schüsse dabei gewesen, die auch zu Chancen oder Toren geführt haben. Ansonsten, was man beim letzten Tor anmerken musste, man hat gesehen, dass bei mir das Schusssymbol über dem Kopf aufgeleuchtet ist. Das liegt daran, weil ich halt selber wollte... Selber halt versuchen wollte, mit dem Kopf ranzukommen. Und Schuss anfordern von einem Mitspieler, der den Ball hat, sowie selber schießen, ist beides die Schusstaste. Und von daher... Also da würde ich mir persönlich wünschen, wenn man vielleicht eine extra Taste noch drücken müsste. Zumindest vielleicht nur für die Schieß-aufs-Tor-Option. Passen, denke ich, geht in Ordnung, wenn man es normalerweise so nicht drückt. Okay, hätte ich den Ball vielleicht früher bekommen können. Oder hätte ich ihn früher bekommen, hätte ich ihn vielleicht nochmal bewegen können, ein bisschen an ihm vorbeizuziehen oder ähnliches. Holy moly! Dass der den bekommen hat. Er ist so klein. Im Vergleich zu gerade mehr oder weniger jedem Spieler auf dem Feld. Beeindruckend. Oh, great goal, Alan. We're coming in from the right. That was so inviting. Wonderful delivery. Great ball, great goal. Der hätte in Wirklichkeit vermutlich wehgetan, weil der Gegenspieler genau auf ihn dann drauf tritt. Ja, der ist, glaube ich, ihm da volle Möhre. Mit beiden Beinen auf Knöchel und auf Oberschenkel, glaube ich, gesprungen. Out of the contest? Achso, das Spiel selber würde er vermutlich bezeichnen. Ich dachte, er ist irgendwie Pokal vielleicht, aber nee, das ist alles nur Ligaspiele. Pokal existiert hier in der Idee scheinbar nicht. Da ist so Risiko zu gehen und den eigenen Torhüter umzunieten. In Wirklichkeit wäre da vermutlich der Torhüter ausgenockt. Der hat da definitiv zwei mindestens Beine abbekommen gehabt. Der Torhüter ist die ärmste Sau, logischerweise. Einerseits hat er so viele Tore kassiert und andererseits hören wir nicht auf, aufs Tor zu gehen. Okay, jetzt wären wir natürlich ein bisschen fancy pants. Normalerweise hat er nie abgepfiffen. Hallo? Wir sind fast in der 95. Minute. Aus irgendeinem Grund wird nicht abgepfiffen. Na, schade. 96. Okay. Come on, kein Interview? Wollt mal wieder den Blödmann spielen. Mehr als sonst, logischerweise. Er ist wirklich niedlich, wie niedrig unser Marktwert ist, wie wenig wir als Boni bekommen. Aber gleichzeitig muss man hier wirklich auch hervorheben, wir sind dann auch wiederum nur bei West Ham. Denke, hätte man gesagt, okay, man spielt halt bei Man City oder Manchester United, also wo man wirklich auch wirklich mehr Geld verdienen kann, dann wäre das wiederum merkwürdig.
it, son. Elevation, power and precision. Hey, not a keeper in the land is keeping that out. Thanks, boss. Nice work. Reckon you're ready to take on that brother of yours now. Right, I'm off. 40-minute drive home from your secret little training ground. Couldn't believe it at first, but here you are. Are you kidding me? Do you know what? When they told me my little brother, a Premier League striker, was putting in extra sessions at our old pitch, well, I had to come see it for myself, didn't I? Great. So you've seen it. So now you can see yourself out. That wasn't a terrible header. Unmarked. But you'd never win that ball off me, mate. Not tonight. Not tomorrow. Not ever. Let's find out, shall we? Boss, I don't think that's such a good idea. I wasn't asking, Danny. First of five. Go on, let's go. Just like old times. Oh boy. Ball's coming in. Nice one, get in there. Ball's coming in. That's two. Okay, solange ich immer vor ihm bleiben kann, habe ich eine Chance. Okay, einen für ihn. Okay, jetzt bitte nicht mehr nur noch Bälle spielen, die für ihn irgendwie vom Vorteil sind. Come on! Oh boy. Oh, come on! Okay, und beim zweiten Mal hat es dann sofort funktioniert, 5-0. Das hilft wirklich, wenn die Bälle auch zu einem gespielt werden. Right, that's enough of that. Wife's going to be fuming. Danny, team meeting before the match tomorrow. Yes, boss. Well, broken clocks and all that. Yeah, we'll see, won't we, Terry? Yeah, we will. Kommentatoren haben keine Lust. Sehr schick. Ja, und natürlich nach der Gruppenphase haben wir jetzt hier in der Elimination Stage erneut das Vergnügen, gegen Paris Saint-Germain spielen zu dürfen. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt läuft. Oh, wow, aui. Warum nehme ich gerade den Ball da in die Hand? Wow, what? Why? Hier. Warum auch immer mir den Ball gibt? I don't know. Oh, come on, guys. Einfachster Spielaufbau. Wir kriegen es nicht gebacken. Oh, boy. A perfect venue here, a crackling atmosphere to match. And you just wonder if this is PSG's year. Are they destined for that final at the Estadio Metropolitano League? Well, we've seen in the past serial underachievers, but look at the money, Derek, that they've spent over the years. I think back to Neymar, etc. There's no lack of ambition at this club. But now he's got to stay. Yes! Holy yes! The manager would have said, keep it tight at the back and see if you can nick an early goal, and they certainly have done. Lilly mit dem Tor. Darauf müssen wir weiter aufbauen. You tell youngsters in that position just to hit the target. You can't score unless you do. And on this occasion he does, and he scores. Back playing again, West Ham with the advantage. Yes. Maybe. Raxler now. Dani Alves with it. Ah, wunderbar. Well,
Okay, das war jetzt ein Pass, den ich nicht erwartet hätte, dass er so grottig daneben geht. Aber ich habe wirklich einen freien Raum gesagt, also zumindest so grob in seine Richtung. Selbst wenn die Stärke vielleicht nicht richtig wäre, hätte ich erwartet. Der wurde einfach nur irgendwie gespielt. Oh, schön, hey. Zählt das jetzt als 6-0? Ja, wir haben gerade wieder gegen unseren Bruder ein Kopfballduell gewonnen. No! Oh, Gottdammit. Okay, hat es leider nicht so gezählt, wie ich mir das erhofft habe. Ah, das hätte ich nicht machen dürfen. Die Idee war zwar richtig, dass er vermutlich die bessere Position hatte, aber nur wenn er den Ball aus der Position auch schon hätte versuchen können. Denn da wäre so oder so kein Pass gut angekommen. Hätte ich direkt auf ihn gespielt, wäre vermutlich zu langsam gewesen. Okay. Ich hatte Flanke gedrückt gehabt, einen Kopfball erwartet. Denn ich denke, hätten wir den hochbekommen, wäre das Ding drin gewesen. Aber so kam er niedrig, kam nicht wirklich in einen guten Winkel. Schade wirklich. Denn gerade auch mit diesem 1v1-Drill will man natürlich jetzt eigentlich gucken, dass man eigentlich in jeder Sekunde, in jeder Situation eine Chance hat, ein Kopfballtor zu machen. Wenn nicht sogar wirklich auch gegen den eigenen Bruder, das doch im Spiel nochmal hinzubekommen. Okay, schade. Da hatte ich mir wirklich erhofft, dass ich mich da besser rausspielen könnte. Ich habe immer versucht zu passen. Und hoffen, dass ich irgendwann einen bekomme, wo ich dann auch was mitmache, was machen kann. Leider nicht so der Fall. Okay, schön. Wow, warum wird der... Also, das war kein guter Pass, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Da wurde auf mich gespielt, als ich mindestens ein Spieler um mich herum hatte, der sofort auf mich losgehen konnte. Okay, das war auch nicht meine Idee. Aber solange es ankommt. Ein bisschen Stress auf Buffon machen. Wunderbar. Na, schade. Oh, war sogar abseits angeblich. Ah, oh, da wurde wirklich super zentral geschossen. Also ich hatte nach oben eigentlich gedrückt. Schade. Komm, guys, komm. We don't need this. Okay, just play the game. Yeah, we'll have a word with your teammate. He's the one with the problem. Oh yeah, Terry. Real tough. Hey, come on, bro. We need you for the second half. Relax. Ach ja. Ja, da wirklich, oder hättest du sie gefunden, wenn das Spiel wirklich auf einmal jetzt hier so enden würde, weil sie sich gegenseitig vom Platz prügeln. Cavani. Und damit dann irgendwie halt noch weitere Cutscenes irgendwie bekommt. Felipe Anderson. Oh, ups. Das zeigt, wie viel ich Vertrauen darin hatte, dass der den gewinnt. Indem ich mich schon so positioniert habe, vielleicht den Abpraller zu kriegen oder ähnliches, aber nicht den Ball von ihm selber wiederum. Ah, ja, dafür bin ich meines Erachtens zu langsam, um ernsthaft so einen Ball zu bekommen, dann irgendwie damit anzunehmen und vorbeizukommen. Oh, Lando. Oh, oh. Da sind wir gut dabei.
Und das ist eine Möglichkeit, auch zu erfüllen. Ein Tor zum Mitnehmen. Wir brauchen nur noch die Spur. Oh, schade. Also ich dachte erst, vielleicht der könnte mich vielleicht direkt anspielen, aber ich dachte, okay, vielleicht kriegt er ja wirklich eine Flanke hin. Und das war dann leider. Keine Ahnung, ob er wirklich die Chance reingesetzt hatte. Oder eine Chance überhaupt allgemein hatte. Aber das wollte er halt immer nicht. Ha, das zählt als Foul. Interessant. Paris Saint-Germain. Ah, schade. Wir haben definitiv die Flanke angefordert. Ich glaube, die wurde auch umgesetzt, aber halt nicht auf uns wirklich. Schade eigentlich. Ich dachte, wir standen halbwegs frei. Dass selbst im Stehen wieder was hätten draus machen können. Oh boy, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, schön, wie auch immer der Kollege hieß. Oh, der andere Story-Charakter im Endeffekt. Schade. Cavani. Achtung, auf deren Offensive. Oh. Okay. Na, schade, da ist meiner nicht mal hochgesprungen. Warum auch immer. Kimpembe. Aha. Oh boy. What are you guys doing? Okay, da versuche ich auch wirklich mal ganz kurz hier nochmal so ein bisschen. Ja, gut. Als Anspielstation mich weiter nach hinten zu ziehen. Das war die richtige Entscheidung. Nice. Eat shit, my man. Well, look at it again. I do question the defenders, but let's give credit to him. What a wonderful solo effort. And he still has the presence of mind to finish it off. What a brilliant solo goal. Terry ist auch noch mit dir laufen. Endlich mal. Haben wir gegen Paris überhaupt ein Tor schon mal schießen können? Weißt du, wir hatten beide Spiele unentschieden gespielt, aber ich weiß nicht, wie die Torsituation da aussah. Ach nee, ich glaube, es hieß, wir müssen jeweils ein Tor gegen die schießen. Und ich glaube, das hatten wir nicht hinbekommen. Ich glaube, wir hatten nämlich ein Spiel gegen die verloren gehabt. Das war aber auch ein ziemlich langsamer Ball dafür. Aber wir sehen davon, dass er unpräzise war. So, ich ziehe mich ganz bewusst hier mit nach draußen. Noch nicht, okay. Dachte wirklich vielleicht eher zu mir spielen, da was aufbauen. Ah, bevor er auch draußen steht, schön. Er ist überall. Look at this. Hier muss ich echt zugeben, das ist eine Trainingssituation. Und die ist gar nicht mal schlecht. Und zwar aus dem spitzen Winkel was machen. Zugeben, war befälscht. Aber die Idee war trotzdem, auf den kurzen Pfosten zu ziehen. Und ich denke, der wäre vielleicht auch ohne Behinderung reingegangen. Ja, schön. Zugeben, das ist unser Heimspiel. Das hat also erstmal noch nicht viel zu sagen, aber ein 3-0 Start, selbst wenn wir das schwächere Team sind und nur das zu Hause gemacht haben, nur in Anführungszeichen, ich denke, das ist trotzdem etwas, was man nicht unterschätzen darf. Oh, nice.
Denn das hilft natürlich auch, dass sie kein Tor geschossen haben. Well, half the job done. They played really, really well tonight. I thought they managed the game superbly well. But in the end, they've still got to go away. Tough second leg to come in Parc des Princes. Who will come out on the top? They've certainly done half of the job, that's for sure. Well, don't forget, we'll have... Wait, what? Score the next goal? I did. The City of Light, live here on EA TV. So join us then. Oh, noch nichts, ey. Na, vielleicht nach dem Spiel Nummer 2. Gibt's nochmal eine Katze mit dem Bruder. Zwei Tore. Also ich gehe mal von aus, score the next goal ist zwar das Objective, aber take the lead ist die Beschreibung des Objective selber. Und dementsprechend gehe ich davon aus, wir hätten das erste Tor schießen müssen. Und das haben wir ja vorgelegt für Lily. Sehr merkwürdig, wie das Ganze aufgebaut wird. Gerade vor allem, weil man diese meistens, also diese Anweisungen, erst später bekommt. Also so, wenn da schon ein Tor gefallen ist, man diese Anweisung bekommt, dann darf dieses Objective nicht drin sein. Ganz simpel. Okay, wir haben hier noch die Aufgabe. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir ansatzweise es schaffen, alle Sachen hier freizuschalten, falls alles zum Targetman zählt. Aber wir machen einfach mal die hier. Nur besser wird das danach noch.